Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusaders of the Lost Idols. Warum höre ich eigentlich nichts? Ah, weil ich natürlich meine Boxen ganz leise gedreht habe. Das klingt logisch, dann höre ich natürlich auch nichts. So, ich bin ein bisschen weiter als geplant, aber ich hatte ja auch gesagt, ich kann eine Weile nicht aufnehmen. Von daher habe ich mal nicht nur bis Level 150 gespielt, sondern direkt mal bis 212 und noch viel weiter. Wir können jetzt nämlich gerade eben nochmal den Spaß einsetzen. Außerdem müssen wir den Spaß mal ganz kurz einsetzen. Nämlich die Daily Quest zu erledigen. Das mussten wir jetzt nicht einmal den Skill einsetzen, sondern fünfmal, aber viermal hatte ich quasi schon. Daher bot sich das an. Habe ich noch eine Daily Quest? Nein. So, wie viele Rubies haben wir denn jetzt? 75. Ah, okay. So, was wir heute machen ist, Gott, ich habe mir gerade eben nach dem Idlen hier noch 20 Level gekauft und bin auf 1450 hoch. Das heißt, ich habe schon nochmal einen Vierfachbonus mitgenommen. Aber die 215 schaffen wir mal auf gar keinen Fall. Stelle ich mal eben so fest. Nun ja, was wir machen, ist Folgendes. Ich muss ein bisschen anders anfangen. Wobei, muss ich das? Eigentlich muss ich einen Scheiß, aber egal. Wir machen Truhen auf. Und zwar so richtig, richtig viele. Und zwar alle einzeln. Aus zwei Gründen. Na, eigentlich auch aus mehr Gründen, aber aus zwei Hauptgründen. Zum einen kann ich mir dieses Talent noch nicht kaufen, weil ich natürlich immer noch nicht in irgendeiner Kampagne mal Gebiet 300 geschafft habe. Von daher ist das noch gar nicht unlocked. Und zum anderen, ich weiß nicht, ob ihr mal irgendein Sammelkartenspiel gespielt habt, so Magic oder sowas, oder ob ihr früher oder vielleicht auch heute noch mal so Sticker-Sammelalben hattet, also sowas wie, keine Ahnung, diese Panini-Sammelalben, die es dann halt immer zu allen möglichen Scheiß gibt. So zu jeder Bundesliga-Saison oder zu Fußball-WMs oder zu Dinosauriern oder jetzt muss ich mal, ich schau mal eben kurz nach. Panini existiert ja garantiert noch, oder? Was die im Moment so für Sammelalben haben, das interessiert mich gerade mal so ein bisschen. Gucken, ob ich da was rausfinde. Ah, es gibt natürlich das FIFA 365 offizielle Sticker-Album, ganz klar. Also ja, Fußball offensichtlich immer noch ganz groß. Was haben die denn? Kann ich mir hier nicht... International Store, das sieht doch ganz gut aus. Nein, keine Cookies. Brauchen die nicht. Oh Gott, ich kriege hier massiv auf die Fresse. Irgendwie gehen wir ganz kurz ein Level zurück. So. Was gibt's denn? Oh, verdammt, jetzt habe ich schon irgendwie wieder Lust, so mit so einem Sticker-Album anzufangen. Verdammte Hacke. Aber okay, das FIFA 365 scheint auch gerade das einzige zu sein, zumindest im International Store. Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn ihr mal sowas gemacht habt, da kauft man sich ja dann irgendwie so ein Sticker-Pack oder so ein Booster-Pack mit Spielkarten. Und da kauft man sich ja meistens auch nicht nur eins, sondern gleich mehrere. Je nachdem, wie viel das kostet. Bei Magic kauft man sich vielleicht auch, wenn man irgendwie zu viel Geld über hat, mal ein ganzes Display, wo dann 40 Booster-Pakete drin sind. Oder man kauft sich halt so, keine Ahnung, 10 Sticker-Alben-Päckchen auf einmal, weil die irgendwie nur 50 Cent kosten oder so. Wobei, inzwischen kosten die wahrscheinlich auch eher 5 Euro als 50 Cent, aber egal. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, nämlich, dass man die ja dann auch nicht alle gleichzeitig aufreißt und einfach alle Karten ausschüttet oder alle Sticker ausschüttet und guckt so, boah, was habe ich alles, sondern zumindest ich habe das früher so gemacht, dass ich das sehr, sehr genüsslich nach und nach aufgemacht habe. Halt, jedes Paket einzeln und dann immer geguckt habe, okay, das ist drin, das ist drin, okay, das habe ich schon, oh cool, das ist neu. So, oh cool, das glitzert sogar. Und genau aus dem Grund werden wir das mit den Truhen auch machen.
und wir werden einfach mal so richtig viele Truhen aufmachen. Ich habe 137, wir werden nicht alle aufmachen, so ein paar Truhen möchte ich mir auch aufheben. Aber wir fangen einfach erstmal an und gucken, wie viel wir machen. Also maximal 100 und vielleicht auch eher so 75 oder so. Einen anderen Grund, warum ich jetzt ganz viele Truhen aufmache, ist, ich lasse das hier erst nochmal ganz kurz laufen. Natürlich würde es viel mehr Sinn machen, sich die Truhen aufzuheben und das dann irgendwie einzusetzen, wenn man halt irgendwie Gold braucht. Aber es ist auch insofern sinnvoll, dass man hier natürlich etliches an Booster-Karten bekommt. Oder dann irgendwie Buff-Karten oder sonst irgendwas hier oben. Die kann man ja immer ganz gut gebrauchen, die werden ja auch nicht schlecht. Und zum anderen sind da natürlich auch Items drin, beziehungsweise Equipment für die Crusader. Und selbst wenn das Kack-Equipment ist, kriege ich dann immer noch Enchantment Points. Und die erhöhen natürlich auch grundlegend den Schaden des entsprechenden Crusaders. Und das ist auch eine Sache, die man jederzeit mal mitnehmen kann. Das schadet nämlich auch nie. Und ja, ich weiß, wie schon gesagt, das mit dem Gold und so, eigentlich würde es viel mehr Sinn machen, die Truhen dann einzusetzen, wenn man es wirklich brauchen würde, so wie jetzt zum Beispiel im Moment, dass ich dann noch ein bisschen weiterkomme, da irgendwie ein, zwei Truhen einzusetzen und dann erstmal weiterzuspielen und dann wieder Truhen einzusetzen. Ja, das wäre sinnvoll, aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. So, nachdem wir das geklärt haben, machen wir Truhen auf und wir gucken einfach mal, wie viel wir in dieser Folge schaffen. Ich habe ein bisschen Bock drauf. Gold, okay. Powerburst. Also ich hoffe hier natürlich hauptsächlich auf Items. Das ist ganz cool. Artaxis haben wir zum Beispiel standardmäßig in der Formation, also eigentlich in so ziemlich jeder. Und wenn der jetzt auch nochmal 5% mehr Schaden für alle Crusader bringt, ist eigentlich ganz nice. Apropos Formation, ich habe mich hier dann doch dazu entschieden, Kane mit reinzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge mit erwähnt habe. Kane mit reinzunehmen statt Mercy, obwohl Mercy natürlich ein deutlich höheren Schadensbonus bringt, eben aufgrund seiner, wo haben wir es denn? Aufgrund seiner 2x15% DPS für alle Crusader. Aber die Sache ist, Kane boostet einfach so massiv meinen Goldbonus. Von daher bleibt das mal dabei. So, weiter Truhen aufmachen. Gold, ja, okay. Ah, den haben wir schon, aber das boostet Mercy ein bisschen, das ist okay. Und Gold. Ich werde zwischendurch das Truhen aufmachen, in der Tat auch mal unterbrechen und Heldenlevel kaufen. Ah, und hierfür ist das natürlich auch super, für die ganzen Trinkets. Weil den Bonus von den Trinkets, den kann man auch standardmäßig gebrauchen. Goldblumen, ja, okay. Und Gold. Primitives Amulett, ja, Klickschaden ist mir egal, Accuracy ist mir auch egal und Rare Gold, sehr schön. Das Schöne ist, dass hier in den normalen Silver Chests sogar Rares drin sein können. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht sonderlich hoch, aber dafür kriegen wir jetzt direkt zweimal Rare Gold. Okay, kann ich mir na, immerhin 15 Level damit leisten, wobei eigentlich werde ich, ich werde mal gucken, ob ich zumindest die 215 noch packe. Und dann werde ich, glaube ich, das restliche Gold einfach mit dem Button gleichmäßig auf alle Crusader verteilen. Schadenpunkt für den Griffin. Blaze, okay. Also ich hoffe natürlich hauptsächlich auf Items für den Washed Up Hermit. Und ansonsten für irgendeinen sinnigen Crusader. Aber hauptsächlich sieht es gerade so aus, als würde Mercy ganz gut was klären. Ja, wobei, auch für Mercy ist gar nicht verkehrt. Auch für Sasha ist nicht verkehrt. Wobei, mehr Sasha ist kein Main-Damage-Dealer, da ist das egal. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch irgendein Rare-Equipment, was dann tatsächlich unsere aktuellen Items verbessert. Das fände ich auch sehr nice. Gold, Rare, Alter, wie oft wir Rare Gold kriegen. Ankommen Gear, okay, für Kane, ja, ja. Gold. Ja, schön. Ein Enchantment-Punkt für den
Hermit und noch einen Enchantment-Punkt für Kane. Gold. Oh, ich will keine scheiß Amulette. Gib mir mal lieber... Also was ich hier an den Teilen ganz gerne hätte, wären einfach Ringe und Münzen. Das fände ich sehr super. Ringe und Münzen wäre toll. Was auch fantastisch wäre, vielleicht kommt das noch mit irgendeinem Kram, den man hier später im Shop kaufen kann, dass man irgendwie 5 oder 10 Silver Chests in eine Jewel Chest umwandeln könnte. Das fände ich relativ knorke. Das finde ich echt ziemlich super. Ich würde nämlich viel lieber irgendwie 20 Jewel Chests aufmachen, statt 100 Silver Chests. Von den Trinkets, die Hörner sind auch noch okay. So Cooldown Reduction ist nicht verkehrt. Okay, Enchantment Punkt für Kuri, das ist okay. So, können wir uns eigentlich Level leisten? 10 Stück reichen ja völlig. Für nochmal einen Vierfach-Bonus, dann gehen wir erst nochmal ein bisschen weiter. Warum wir hier noch weitergehen, hat schlicht und ergreifend den Grund, dass wir natürlich dann auch diese knuffige Katze sehen. Das ist der einzige Grund. Nein, einfach den Grund, dass wir noch eine Truhe kriegen, weil ich in dieser Kampagne noch nicht so weit war vorher. Das heißt, wir kriegen für jeden Bossgegner auf jeden Fall eine Truhe. Und je weiter wir sind, desto mehr Gold kriegen wir natürlich auch mit den Goldkarten und desto mehr Crusader-Level kann ich mir am Ende leisten. Desto mehr Idols bekommen wir natürlich. Wir sind im Moment bei 45. Ich gebe eben mal kurz das ganze Gold aus. Dann sind wir schon mal bei 50. 50 ist schon mal schön. Aber wir machen weiter Truhen auf. Noch ein Ring, ist okay. Ich hätte ganz gerne auch Rare Trinkets, das würde mich sehr glücklich machen. Statt dem ganzen, beziehungsweise Rare und meinetwegen auch noch Uncommon Trinkets. Statt dem ganzen Rare und Uncommon Gold. Das Gold ist mir jetzt echt, Alter, fuck you. Okay, für Nate, ich weiß ja auch noch nicht, Nate macht mich ja im Moment auch noch nicht so richtig glücklich, ne? Rush ist ganz nice. Und ein Lucky Coin. Okay. Man muss also nicht die oberste Truhe nehmen. Lernen wir. Wow. Ein Enchantment Point für den verkackten Werwolf. Wenn er noch mehr kriegt, taugt er vielleicht sogar irgendwann mal was, weil der ist im Moment so underpowered vom Equipment her. Das geht halt gar nicht. Deswegen lohnt sich auch nach wie vor so ein Werwolf-Bild einfach nicht für mich. Gold und Power Conduit. Ah, immerhin eine Lucky Coin. Ich hätte mal Strichliste machen sollen. Ach, für den Panda, okay. In wie vielen Truhen was sinnvoll, also was wirklich Sinnvolles drin ist. Sprich, einen Enchantment-Punkt für einen Crusader, den ich häufig benutze. Oder einen Trinket, was ich haben möchte. Bislang geht's. Also bislang ist zumindest immer eine sinnvolle Sache drin. Außerdem habe ich natürlich auch so ein bisschen das Ziel, das ist auch so ein bisschen wie bei so einem Sticker-Album, wo man dann irgendwie mal alles komplett haben möchte, dass man nämlich, oder dass wir jetzt die letzten, ich weiß nicht, inzwischen, wir haben ja das Item neu und noch ein anderes Item neu, ich glaube 8 oder 9 Items dürften jetzt noch fehlen, damit wir endlich mal alle Item-Slots belegt haben. Ich guck gleich nochmal. Jason ist auch mehr so ein Übergangs-Crusader. So, so, wo fehlt denn noch was? Hier auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Für Sarah und für den Panda fehlt jeweils noch eins.
Für die Princess fehlt noch eins, sind drei, für den Werwolf vier und für den Bushwhack fehlen tatsächlich nur noch fünf Items. Krass. Habe ich doch noch so viel irgendwie zwischendurch schon mal bekommen? Ach genau, das Adventurer's Backpack hatten wir letzte Folge, glaube ich. Ja, okay. Weiter Truhen öffnen. Achso, Moment. Wir können hier natürlich auch nochmal ein Level weitergehen. Abgesehen davon haben wir arschviel Gold. Und können uns zumindest 15 Level leisten. Will ich mir 15 Level leisten? Eigentlich bringen 15 gar nicht so viel. Wenn schon mindestens 25. Nein, dann warte ich lieber erst nochmal ab. So, die Frage ist, können wir im nächsten Level? Das fällt mir jetzt erst auf, dass das Ding aussieht wie der Iron Throne. Oder es ist mir letztes Mal auch schon aufgefallen und ich habe es ignoriert. Naja. Oder schon wieder vergessen. So, gehen wir nochmal in die 218 rüber. Und machen dann mal weiter Kisten auf, würde ich sagen. Gold, ja, okay. Goldluna. Meh. Jetzt geh auf. Kackscheiße hier. Das haben wir in der Tat noch nicht, glaube ich, ne? Nice. Und wieder. Ob es ein Achievement dafür gibt, wenn man von allen 20 Standard-Crusadern sämtliche Items hat? Wahrscheinlich nicht. Bislang kriegen wir immer entweder nur Rare Gold oder Rare Buffs. Ich hätte ganz gern auch nochmal irgendwie Rare Equipment. Das würde mich sehr glücklich machen. Oder ein Rare Trinket. Wenn das geht, weiß ich gar nicht. Also ich weiß, es können eben Rares drin sein, aber ob alles Rare sein kann? Gute Frage. Ich habe übrigens auch mal geschaut, es gibt ja, hatte ich ja letztes Mal angesprochen, das Objective, dass man in der Kampagne hier Level 150 in 80 Minuten erreicht, beziehungsweise Level 150 erreicht. Das hatten wir in der Tat auch noch nicht, oder? 15% DPS für alle Crusader, nice. Aber okay, damit ist die Frage beantwortet, ja, wir können auch Rare Equipment haben. Was ich sagen wollte, ist Level 150 erreichen und resetten innerhalb von 80 Minuten. Da fehlt mir schon noch ein bisschen. Also ich bin in 80 Minuten, glaube ich, so bis Level 125 gekommen. 130, irgendwie so um den Dreh. Aber, also da fehlt schon noch ganz gut was. Aber mal gucken. Ich hätte natürlich auch massiv noch irgendwie Karten einsetzen können. Dann hätte das auch noch ein bisschen... Wir kriegen hier irgendwie so... Also was wir bei den Jewel Chests bis zum Erbrechen bekommen haben letztes Mal, waren ja die DeLoreans. Bekommen wir hier irgendwie gar nicht. Hab hier, glaube ich, noch nicht einen DeLorean gezogen. Ich meine, gut, klar ist hier auch nicht immer ein... Also es ist schon eigentlich in jeder Truhe mindestens ein Ankommen. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so klein. Aber wir bekommen hier einfach Goldblumen ohne Ende. Na, meinetwegen auch das. Rare Gold. So, wir haben eine Truhe dazu bekommen. Wir waren bei 137, also letztendlich bei 138. Dann haben wir jetzt gerade 48 Truhen geöffnet, wenn ich das richtig sehe. Dann machen wir nochmal zwei, dann haben wir dann 50 Truhen offen. Das ist ganz okay.
So, also wir können uns auf jeden Fall jetzt mit Goldblum totschmeißen. Haben aber echt nicht einen DeLorean dazu bekommen. Dabei hätte ich die sogar halbwegs gut gebrauchen können. Okay, wir sind, naja, wir haben 1% Cooldown, also 1% Cooldown Reduction dazu bekommen. Hier habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, um wie viel Prozent wir hier gestiegen sind. 32% Gold mehr ist auch ganz okay. Da haben wir auf jeden Fall schon so 5-6% dazu bekommen, glaube ich. So, jetzt erstmal hier die ganzen Sternchen abarbeiten. Achso, können wir 25 Level gehen? Dann, ne? Auto Forward bitte. Wobei. Ja, die 220 schaffen wir doch trotzdem nicht. Na, wobei, vielleicht mit Firestorm mal gucken. So, es fehlen im Moment jetzt noch zwei Items. Ah, bei Natalie fehlt auch noch eins. Okay, drei. Das hatte ich vorhin übersehen. Vier für den Panda. Okay, fehlt hier noch was? Nee, ne? Okay. Na, fehlen vier Items noch. Das, mit vier Items kann ich leben. Das ist okay. So, wir waren jetzt bei 50 Idols, ne? Ja, das ist schön. Dann... Yes. Sind wir jetzt bei, na, immerhin 52. Was wir gleich auch nochmal machen, wenn wir schon bei so vielen Truhen sind, ist resetten. Ich würde nur ganz gerne wissen, ob wir die 220 noch schaffen und diese Truhe mitnehmen können. Eher nicht so. Na, wobei... Okay, die Princess geht vielleicht... Na, die geht nicht jemand drauf. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob die Princess vielleicht drauf geht, aber nein, tut sie nicht. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir noch eine Kiste. Boah. Kaufen eben nochmal... achso. Gucken, kommen wir nochmal auf 53 damit? Nein. Okay, da fehlen auch viel zu viele jetzt. Gut, dann resetten wir jetzt. Das Schöne ist, dafür bekommen wir 150 Rubine, dann habe ich über 200, dann kann ich auch noch zwei Jewel Chests kaufen, was ich direkt machen werde. Damit wir diese Folge nicht nur Silver Chests geöffnet haben. Außerdem habe ich jetzt 557 Idols, nice. Und ich müsste mir mal überlegen, was wir als nächstes machen. Ich glaube, da ich auch jetzt wieder eher relativ viel Zeit habe, beziehungsweise nicht so viel zum Aufnehmen kommen werde, sondern eher hier und da mal, kann ich ruhig eine langsamere Kampagne machen. Das heißt, wir können ruhig die nehmen, wo alles teurer ist. Die wird mich wahrscheinlich massivst aufregen, aber das machen wir trotzdem mal. Start Objective. So, bevor wir jetzt aber irgendwas machen, ist, wir gehen erstmal in den Shop. Kaufen eine Silver Chest. Ja, bitte nicht nochmal anzeigen, okay? Eine Jewel Chest meine ich, nicht eine Silver Chest. Und die öffnen wir direkt. Hey, ein DeLorean. Big fucking surprise. Eine Münze, das ist cool. Das Cape hat uns sogar noch gefehlt, nice. Ne, Moment, das hat uns nicht gefehlt, aber das ist besser als das Item davor. Ha, so rum. Time Turner ist auch ganz gut, für ein anderes Objective auf jeden Fall noch. Ja, das ist egal. DeLorean, natürlich. Das ist auf jeden Fall auch verbessert. DeLorean, natürlich. Und auch noch ein verbessertes Item, nice. Immerhin ein paar Verbesserungen, das ist okay. Alter, der kostet 2000 statt 50? Okay. Das heißt, das ist einfach alles mal das 400-fache an Kosten? Really?
Das ist bitter. Also wobei es ist wahrscheinlich nicht wirklich das 400-fache, oder? Keine Ahnung. Aber doch, in dem Fall, Alter, da klicke ich mich ja vor allem dumm und dämlich. Anfangs kann ich hier nicht. Vor allem so, yay, DeLorean bringt mir halt 0 Gold, weil ich noch kein... Oh, der Lecker. Weil ich noch keinen automatischen Schaden mache. Ach, 2000 ist hart. Aber ich glaube, dafür haben die Monster auch alle weniger Hitpoints. Wie weit muss ich denn hier kommen? Bis 150? Ah nein, ich muss einfach nur resetten. Okay. Das heißt, ich muss... Naja, wahrscheinlich schon irgendwie bis 150 oder 200 kommen, weil alles arschteuer ist. Wow, das wird dauern. Aber ganz gut, dass ich das jetzt in so einem Zeitraum mache, wo ich immer noch vor den Prüfungen bin und noch nicht so wahnsinnig viel... Ja, das ist... Also ich muss jetzt nicht zu Ende sprechen. Ne? Das ist völlig in Ordnung so. Nein, es ist eben echt ganz gut, dass ich das jetzt zu einem Zeitpunkt mache, wo ich nicht super viel spielen kann und will. Und auch nicht super viel aufnehmen kann. Von daher. Sonst würde ich mich da, glaube ich, noch viel massiver drüber aufregen. So, vor allem können wir jetzt gleich endlich Gym kaufen. Brauchen nicht mehr klicken. Okay, kostet der nicht sonst... Ja, der kostet sonst 250, ne? Okay, das ist jetzt aber... Ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen vertan, oder? Es ist nicht das 400, es ist das 40-fache. Nicht das 400-fache. 400-fache wäre ein bisschen krass, aber 40-fach ist auch schon reicht. Also sollten wir hier definitiv mehr auf Gold als auf Schaden gehen. Ich gucke eben nochmal ganz kurz rein. Genau, and reduced monster health and reduced gold drops. Fuck this. Aber wenigstens haben sie weniger Hitpoints. It's something. So. Ah, fuck this. Naja, ich ich gehe mich mal ein bisschen aufregen. Danke fürs Zugucken bis hierher. Vielleicht machen wir nächste Folge noch ein paar mehr Kisten auf. Mal schauen. Ich habe ja noch ein paar. Ansonsten. Wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dahin, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.